das Telefon klingelt. Ziehen wir das durch oder ziehen wir es nicht durch? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Sommer Car. Wir haben Montag in-game sowie auch in der Realität. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche und wir haben eine brandneue Folge von My Sommer Car, das Let's Play. In dieser Folge möchte ich noch eine Sache machen in diesem Let's Play, bevor das wirklich dann endet. Uns fehlt ja nämlich noch ein gewisses GT-Teil an unserem Satsuma und zwar sind es die Felgen. Wir haben ja den Anruf von, jetzt wollte ich gerade Taimo sagen, aber es ist Fletari, Entschuldigung, von Fletari bekommen, dass ja unsere GT-Felgen fertig sind. Das heißt, unser Auto ist wieder kaputt. Oh Mann, du machst nichts. Stößt eigentlich nicht an, schließlich ist die Karre kaputt. Oh mein Gott. Das heißt, in dieser Folge holen wir uns auf jeden Fall schon mal die GT-Reifen. Ob wir die heute schon ranmachen, zeitlich werden wir das nämlich nicht schaffen. Denn auch der Prinzip-Gamer hat sich gewünscht, mal einen Ingame-Tag mit dem Rusko rumzufahren. Das werden wir in Verbindung mit dem Abholen der GT-Felgen nämlich heute machen. Das heißt, wir machen eine kleine Bummeltour durch die City. Wir fahren erstmal zu Fletari, holen die Felgen, dann fahren wir nochmal in die City. Ich denke mal, der muss ja auch getankt werden. Wo wurde der eigentlich getankt? Hier hinten, ne? Ja, genau, hier hinten. Dann tun wir den mal ein bisschen tanken, auch wenn ich viel reingehen sollte. Und der ist auch ideal. Hier hinten können wir die Reifen reintun. Also genug Platz ist auch da. Und dann schauen wir mal, gucken wir mal, ob wir irgendwas brauchen. Also Bier haben wir ja jetzt genug, ne? Das sollte ja erstmal reichen für die nächste Zeit. Können nochmal eine Ration Lebensmittel, Milch, Würstchen und Zucker holen. Denn das möchte ja die Oma haben. Und ansonsten Backpulver haben wir noch. Zucker möchte man auch ganz schön viel holen. Denn ich würde auch, wenn es geht, noch, wenn möglich, nochmal jetzt die Chance nutzen, jetzt wo wir wissen, dass unser Kilio-Typ wieder da ist, nochmal ein bisschen Kilio brauen in einer der nächsten Folgen. Milch haben wir ja eigentlich. Aber lassen wir mal. Gut. Okay, dann wir schauen einfach mal. Wir fahren erstmal zu Fletari und dann ab in die City und dann denke ich mal, wird auch schon die Zeit rum sein. So, wir haben es aktuell 10:45. Zack. Und zack. Zack. Handbremse lösen und dann geht es los. Auf geht's erstmal zu Fletari, wie gesagt, und dann ab in die City. Ich sehe schon, die Tankanzeige ist nicht mehr so die frischeste. Ich hoffe, der Rusko hält es noch durch. Das wär's sonst. Wenn der jetzt unterwegs verreckt. Oh, weia, oh, weia, oh, weia, oh, weia. Aber sieht schon geil aus, der neue Rusko. Also der restaurierte Rusko. Und wer sich fragt, wieso mein Rusko so aussieht, das ist eine Mod, eine Restaurierungsmod. Also das gibt es im Original My Summer Car Game nicht. Das ist eine Mod, die ihr euch jetzt runterladen müsst. Und so gefällt er mir definitiv tausendmal besser als diese rostige Laube vorher. So, zack, Flattergang. Kann man mit dem auch an einer Rallye teilnehmen? Würde mich mal interessieren. Also, gewinnen wirst du sowieso damit nicht, weil die Karre so lahm ist. Bis die mal auf Hochgeschwindigkeit kommt, sind die anderen schon längst im Ziel. So. Gut, dann wie gesagt, holen wir erstmal unsere GT-Felgen.
dann düst man in die City tanken, also ein bisschen rumcruisen quasi. Dann fahren wir ab nach Hause. Und dann werden wir, denke ich mal, in der nächsten Folge die GT-Felgen drauf machen. Haben noch ein bisschen was zu tun, bevor dieses Let's Play dann zu Ende kommt. Wie gesagt, GT-Felgen, dann wollte ich noch was am Computer ausprobieren und auf jeden Fall würde ich gerne noch Killio machen, wie gesagt. Das, wie gesagt, alles noch in diesem Let's Play. Also es ist noch einiges zu tun an dieser Stelle. Und du bekommst ja hier eindeutig nichts geschenkt in My Summer Car. Man sieht es ja am Onkel, ne? Dank dem können wir keine Gülle mehr fahren. Die ganzen Leute sitzen jetzt auf ihrer Kaka, sagen wir es mal so. Im wahrsten Sinne des Wortes sitzen die da drauf. Ob das Sinn und Zweck ist, der Sache glaube ich nicht. Aber gut, das muss halt mein Onkel entscheiden. Das ist eines so Negatives, was ich hier so ein bisschen bemängel am My Summer Car. Müsste halt noch irgendwie eine Option geben, dass man anderswo einen LKW bekommt, beziehungsweise man den LKW irgendwie kaufen kann. Weil es gibt ja sonst keinen Sinn. Wie gesagt, die Aufträge sind ja trotzdem noch da von der KK-Pumpen. Wo sind die Leute jetzt hin damit? Wir waren die Einzigen, die den Job gemacht haben. Man, Fragen über Fragen. Man sollte nicht nachdenken drüber. Ich glaube, da wird man am besten. So, jetzt fahren wir gleich am ehemaligen Haus vom Killio-Typ vorbei. Der hat ja mal hier gewohnt. Genau hier. Und jetzt also Intercity. Interessant. So. Schauen wir, bevor der Zug kommt. Runterschalten, zack. So, da hinten ist Flettari. So, dann haben wir erstmal unser ersten Stop erreicht. Perfekt. Perfekt, perfekt. Achtung, Achtung, Achtung. Sehr gut. So, runterschalten. Lassen Sie mal laufen. Sind ja jetzt nicht lange weg. So, angeschnallt haben wir uns nicht. Oh, weia. Flettari, mein Freund. Aua, 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 aua. Wie gehst du mit meinen Felgen um? Läuft's bei dir, oder was? Fällt mir sofort der Kommentar von Björn Kramer ein, der ja gefragt hatte, unter anderem, warum das Toastbrot oder die Schnitte mit der Marmeladenseite immer auf dem Boden fällt. Warum fällt die Felge, die Vorderseite, auf den Boden? Mann, 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 Mann. Ne, ich transportiere das lieber hier unten. Ne, die Tür sollte offen bleiben. Ich musste den ja bloß hier erstmal abladen. Wenn wir immer einen Huckel machen, ist das Rad weg. Ist das der? Weißt du? Ist das der? Ja, das ist der. So, zack. Da fährt der Cousin, der auch sehr gerne Unfälle baut und einfach dann weiterfährt. So. Ich danke dir, Flettari, ne? Mach's gut, bis zum irgendwann mal. Ciao! So. Zum Glück kann der uns jetzt nicht mehr entgegenkommen, weil der auch in die Richtung fährt. Richtung City. Schnell uns aber an. Na, Türe zu, ab wird tot. Handbremse lösen. Let's go. Ab in die City. Ich hoffe, der Tank hält durch. Und nur noch
tanken und dann fahren wir nach Hause. Da haben wir eine wunderbare Tour mit dem Rusko noch gemacht. Nicht nur mit unserem Satsuma, sondern auch mit dem Rusko. Den haben wir dann mal wunderbar richtig ausgefahren. Ich glaube, den haben wir dann das erste Mal getankt, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, ob wir in den... Was ist das? 255. 256. Folge müsste das sein. Also in über 250 Folgen. Ich weiß nicht, ob wir den Rusko da einmal überhaupt getankt haben. Also der Sprit scheint sehr ergiebig zu sein. Wenn er jetzt erst zu Ende geht, zum Ende des Let's Plays, geht der Sprit vom Rusko zu Neige. So. Lass ihn rollen. Wenn ich hier verunglücken, das wär's noch. Das wär's noch, wenn wir... Oh Gott. Wenn wir die Kontrolle hier verlieren. Alles klar. Läuft. So. Man sollte sich doch mal immer was zu trinken bei einer Aufnahme hinstellen. Irgendwann hat man mal einen trockenen Hals. Und irgendwann geht die Stimme flöten. Also wenn ihr irgendwann mal nichts mehr hört von mir, dann ist die Stimme weg. So. Boing. Warum hast du dich Aussetzer? Hallo? Ja. Warum hat er jetzt so einen Verlust? Was soll da? Oh, wow, warum tritt's uns hier weg? Der Motor ist aus. Hä? Ey, wir werden da nicht immer schnell, ne? Aha! Das Benzin ist alle. Das Benzin ist alle, Leute. Definitiv, deswegen springt er auch nicht mehr an. So, das müsste rein theoretisch klappen, oder? Wir stoßen den ein bisschen rüber. Ne, bestätigen wollte ich. Bestätigen wollte ich nicht. Zack. Nein, das reicht nicht. Gut. Gut, dann müssen wir weiter rüberschieben. Gönn dir, komm. Oh, ein Ansteck. Ah. Heißt das? Ja! Dann machen wir das halt so. Bisschen mogelt, aber was so ist, ne? Soll ja alles wunderbar reinpassen. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an? So, vollgetankt. Das haben wir endlich. Oh, Gott sei Dank. So, unser Rusko endlich mal wieder ein bisschen Sprit. So. Ich würde gerne noch die Reifen hier reintun. So, Türe zu, Affe tot. Was kostet uns der Spaß? 130 Schmacker. Naja. Was kostet schon die Welt, ne? So, Türe auf. Mensch, Timo, altes Haus. Ja, ich bin's. Danke, tschüss. Wie der sich immer freut, uns zu sehen. Das freut mich. Aha. So, Tür auf. Rein in die gute Stube. Zack, zack. So, Sprit ist voll. Ah, sehr schön, er funktioniert wieder. Perfekt, also Sprit hat wirklich nicht gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt wissen wir es mal, wie es ist, wenn dein Auto keinen Sprit mehr hat. So, haben wir das auch noch in diesem Let's Play mitgenommen. Sehr gut. So, bis noch das Ende getriggert werden. Das wär's. Dann hätten wir, glaube ich, alles eigentlich durch. Jetzt alles nur noch Kleinigkeiten wie mit den Felgen, die dran machen, noch mal den Kilio machen, den haben wir ja auch schon gemacht. Das sind alles eigentlich bloß noch Kleinigkeiten. Könnte man quasi auch eigentlich dahinter noch setzen als Bonusrunden, als Bonusfolgen. So mal hier hochschalten. Boi, boi, boi. Kann
Keine Polizei ist gut. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, komm. Nehmen wir ein bisschen Fahrt auf. Wir müssen gleich einen Berg hoch. So, jetzt düsen wir nach Hause. Und dann, wie gesagt, werden wir erstmal die GT-Felgen dran machen. So. Dann sind wir uns dazu mal auch endlich vollständig. Hat ich bloß ganz vergessen, dass ja die GT-Felgen schon längst fertig sind. So, was du nicht im Kopf hast, fällt dir irgendwann wieder ein. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt können wir endlich die GT-Felgen dran machen. Beziehungsweise GT-Reifen. Das sind ja, glaube ich, sind das GT-Reifen? Ja, ich glaube, es sind sogar GT-Reifen. Aber es geht ja hauptsächlich um die Felgen. So. Zack. 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 Zaria. Bremsen, 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 bremsen. Wir schalten auch auf den zweiten freiwillig. Ja, rum. Jawohl. Sehr gut. So. Langsam, mein Freund, mach langsam. Wir haben alle Zeit der Welt. Heute wird es definitiv länger als eine normale My Summer Car Folge sein, beziehungsweise gehen. Aber ich denke mal, darüber werde ich jetzt nicht ganz so böse. Daher nutzen wir die Zeit, genießen die Fahrt. Dann fahren wir schon mal großartig mit dem Rusko rum. Deswegen die Chance genutzt in Verbindung. Und ja. Schauen wir mal, ne? So. Schöner Tag. Wie spät haben wir es eigentlich? 3:30. Naja, ist noch ein bisschen Zeit, bis es dunkel wird. Siehst du, ich wollte eigentlich noch einkaufen gehen, ne? Naja. Müssen wir nochmal in die City. Das Tanken war jetzt wichtiger, weil der Benzin alle war. Denkst du gar nicht dran. Und weil Timo wieder so freut war, uns zu sehen, war ich so begeistert. Da bin ich gleich wieder gegangen. Hab den die 130 Marker da auf den Tisch geknallt. Kann er sich eine Pommes holen. Na, wirst du dafür nicht kriegen, keine Ahnung. Die Oma ist sogar wieder, glaube ich, da. Ich muss mal dran vorbei. Wir sind ja im Tarnmodus mit dem Rusko. Sie weiß ja nicht, dass wir den Rusko haben. Obwohl, gesagt habe ich sie, glaube ich, schon. Aber wenn, dann kennst du, glaube ich, den alten Rusko, nicht den neuen. Das wäre es, wenn du das nächste Mal dorthin fährst und die fragt, sag mal, weißt du, wem der neue Rusko gehört? Ich glaube, soweit ist das hier nicht programmiert. Oh nein, 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 der Cousin. Oh Gott sei Dank, keine enge Stelle. Die beschissenste Stelle kommt erst da hinten. Puh, Glück gehabt. Abbremsen. Gleich haben wir es geschafft. Noch einmal groß abbiegen. Nämlich hier vorne. Da. Wie gesagt, Blinker wird überbewertet, auch beim Rusko. Da gibt es keinen Blinker. Oh, oh, wow, was hat denn der für einen Wendekreis auf einmal? Hallo? So. Und jetzt ist eigentlich nur noch geradeaus mit ein paar kleinen Kurvchen und dann sind wir zu Hause endlich. Ach, dann haben wir den Ausflug mit dem Rusko auch wunderbar überstanden, ohne Probleme. Bremsen, das war aber knapp, mein Freund, ne? Das kommt der Zug noch von rechts. Na, Mahlzeit. Das wäre es gewesen, wenn er uns jetzt noch weggerammt hätte. Das wäre ein Ende geworden. So, wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen heil und ordentlich zu Hause ankommen. Daher tun wir auch bremsen, wenn ein Zug kommt.
nicht im fahrsende Filmstyle versuchen, über die Schienen noch zu kommen. Wer fahrsende Videos kennt, weiß, was ich meine. Das Ende. So. Schön Gas geben. Das zieht auch noch richtig ordentlich. Hier vorne möchte ich mal bremsen. Hier vorne möchte ich mal bremsen. Sehr gut. Hört aufs Wort. Perfekt. Lass weitermachen. So. Home Sweet Home Alabama. Gucken gleich mal in den Briefkasten. Machen gleich einen Briefkasten. Check noch, ob irgendwas zu bezahlen ist. So, wenn wir einmal hier sind. So schnell kommen wir nicht an den Briefkasten immer. Mal die Handbremse vorsichtshalber. Motor lasse ich laufen, ne? Zack. Entschuldigung, verdrückt. So, zack. Ist sauber, perfekt. Was will man mehr? So, zack, zack, zack. Keine Post ist gute Post, sag ich immer. Zack, anstellen, auch wenn es bloß ein kurzer Weg ist. Handbremse raus, let's go, ab nach Hause. So, zack, zweiter Gang. Das sollte noch reichen bis nach Hause. So. Ich hole ein bisschen aus, weil ich den gleich richtig rumstellen möchte. So ist gut. Ob das Stück schaffst du? Hab dich nicht so, ne? Fräulein. Au, au, das tat weh. Nicht gegen's Haus. Das kostet Geld. Kann ich so stehen bleiben? Nicht wirklich, ne? Ist eigentlich gut. So. Das Telefon klingelt. Ziehen wir das durch oder ziehen wir es nicht durch? Kommt jetzt der Punkt. Warum klingelt mein Handy nicht? Komm, wir ziehen es durch, oder? Möller-Schmidt? Ja, minun vanhemmat on sitä mieltä, että siu ja miu ja meidän pitää vittu ottaa oikeesti tästä vastuu. Eli on niinku raskana, jos et tajunnu. Tajuusitko? Voi vittu. What the hell? Läuft. Das ist das Ende? Welcome to your new life. Was ist das denn für ein Ende? Die ist schwanger? Und die sitzt jetzt... Wir fahren gerade das Auto, was man eigentlich kennt, ne, bei der Geburt, die ja im Auto passiert. Wo wir dachten, wir sind das. Und jetzt sitzen wir an dem Steuer in dem Auto. Und Suski sitzt hinten, schwanger. Wahrscheinlich auf dem Weg ins Krankenhaus, keine Ahnung, kriegt das Kind. Das ist eigentlich die Realität, also die wahre Geschichte oder was. Surprise, surprise, definitiv.
Oh mein Gott. Damit hätte ich nie gerechnet. Oh mein Gott. Okay, aber wenigstens kann man entscheiden, ob man weiterspielen möchte. Keep playing oder thanks, I'm done. Ob man fertig ist. Holy shit. Was für... Also, wenn man das überhaupt Ende nennen kann. Ne? Also, man kann jetzt zum Glück weiterspielen. Aber das Ende ist, dass wir erfahren, dass die schwanger ist. Wie sieht das aus, wenn wir Keep Playing machen? Also man kann auf jeden Fall weiterspielen. Was war das denn für ein Ende? Wir haben erfahren, dass sie schwanger ist. Was hat sie gesagt? Ich bin total gerade komplett raus. Was hat sie gesagt? Dass sie sich vermehrt, dass ihre Eltern gesagt haben, dass wir, also sie und ich, die Verantwortung tragen müssen oder übernehmen müssen, denn sie ist schwanger. Schwanger, verstanden. Was ist das denn bitte für ein Ende? Damit hatte ich ja niemals gerechnet. Positive Anmerkung ist, schön, dass man auf jeden Fall sich entscheiden kann, hier weiterzuspielen. Wie gesagt, ich habe ja noch einiges vorgehabt. GT-Felgen, Kill You und hast du nicht gesehen? Oh, ich bin raus. Das war das Ende von My Sommercar. Also ich sag mal so, ne? Ist eigentlich ein, man kann es als schönes Ende ansehen, ne? Weil Vater oder Mutter werden ist das Schönste, was es eigentlich gibt auf der Welt. Daher ist das schon ein schönes Ende, aber für so ein Spiel, so ein Ende? Und ist das jetzt danach? Rennt jetzt irgendwo eine kleine Suski oder ein kleiner, was auch immer, wie wir hier in dem Spiel heißen, rum? Glaube ich nicht, oder? Weil das ist ja eigentlich das Ende, weil du kannst ja auswählen, I'm done. Aber das Mist. Okay, das Zeug steht noch so da. Gut, Felgen sind auch noch da. Gut, dann haben wir jetzt endlich das Ende von My Summer Car Live mitbekommen. Und es ist tatsächlich eine Überraschung. Da kann ich definitiv recht geben. Damit hätte ich nie gerechnet. Wir sind am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch mit dem Ende, wer es auch noch nicht kannte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Ende haltet. Ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr es ist, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo. Würde mich riesig freuen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Und in der nächsten Folge werden wir ein bisschen an unserem Auto noch rumschrauben. Wir haben das Spiel durch, My Summer Car. Das Let's Play wäre quasi eigentlich zu Ende, aber ich möchte ein rundes Ende für dieses Let's Play haben. Das heißt, deswegen machen wir noch 1, 2, 3 Völkchen. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall die GT-Felgen drauf und das Pornoblüsch raus. Das stört mich schon seit weiß ich nicht wann. Das machen wir definitiv dann in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie es noch weiter in diesem Let's Play geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.